Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Dienstag. Zeit für die Monday Night Raw Review von Wrestling-Infos.de. Die erste Raw-Ausgabe im neuen Jahr, Nummer 1180. Mit einem im Vorfeld für einige Diskussionen sorgenden Main Event. Aber heute noch Zeit genug, darauf einzugehen. Zunächst einmal einen schönen guten Abend in den hohen Norden. Hallo Andi. Mahlzeit. Ja. Was gibt's dazu zu sagen? Schönen guten Abend zurück ins Ruhrgebiet. Ja. Auch schönes Wetter so bei euch. Es ist saukalt. Also heute war ich kalt. Saukalt. Also in der Mittagspause bin ich heute noch mal ein bisschen dann spazieren gegangen, die größere Runde, und meine Fresse, wir sind tatsächlich nach, das waren nur 7-8 Minuten, die ich draußen war, taten die Ohren schweineweh. Da musste ich meine Mütze wieder aufsetzen. Das war also richtig kalt. Ostwind, fies. Bei euch nicht? Der Jens hört. Nee, überhaupt nicht. Ich habe noch plus gerade, so plus 5 Grad, plus 10 Grad, keine Ahnung. Was? Es hat sogar nicht mal geregnet heute. Ja, ich sag dir, Ruhrgebiet ist okay. Kann das man so ertragen. Gibt's ja gar nicht. Also nee, also wir haben für Donnerstag, glaube ich, Glatteisgefahr, weil das hier noch Minusgrade hat. Dann soll's regnen und dann guten Morgen. Das kann noch was werden. Ist ja, wie es ist. Bin ich doch mal froh, dass ich gerade hier bin. Und bevor wir in die heutige Ausgabe gehen, gab ja heute Morgen eine relativ brisante Meldung, dass nach Wrestle Kingdom, oder beziehungsweise es kam ja schon vor Wrestle Kingdom so ein bisschen ans Tageslicht, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Doc Gallows und Karl Anderson angeblich auf dem Weg zu WWE sein sollen. Alle großen Medien der USA haben darüber berichtet. Stand jetzt haben sie wohl die Offiziellen von New Japan vor der Wrestle Kingdom Show darüber informiert, dass sie halt ihre Verträge, sofern sie überhaupt welche hatten, nicht verlängern werden. Aber so ganz klar, wohin die Reise jetzt für alle geht, ist es noch nicht. Styles wurde jetzt von allen Ring of Honor Dates gestrichen, die Werbung mit ihm wurde gelöscht. Er hat auch keine weiterführenden Auftritte in Amerika, und in Japan wurde er heute beim New Year Dash von New Japan auch ganz offiziell aus dem Stable des Bullet Clubs gekickt. Hatte ein Tag Team Match gegen Omega, gegen Nakamura und Yoshihashi an der Seite von Omega dort gewonnen und wurde hinterher von Omega mit dem One-Winged Angel niedergestreckt. Es gab ein paar Superkicks von den Young Bucks, und nach ein bisschen Zögern hat dann auch der restliche Bullet Club AJ eine gute Heimreise gewünscht. Zweimal, weil hinterher kam sie nochmal wieder, haben ihn nochmal abgefertigt. AJ hat sein Abschiedsgeschenk gekriegt. Er wurde von den Young Lions dann aus dem Ring begleitet und hat bisschen Jubel von vom Publikum bekommen. Und das sieht jetzt dann schon ganz stark nach Abschied aus. Nakamura, können wir gleich noch drauf eingehen. Die ganze Aktion ist aber ein bisschen verwirrend in Richtung Gallows und Anderson. Zum einen, Gallows müsste ja besser wissen, dass bei WWE jetzt nicht unbedingt alles, Gold ist, was glänzt. Man erinnert sich damals, ne, Andy, als Festus oder auch als CM Punk-Anhängsel. Ja, auch im Tag-Team mit, na, wie hieß denn der kleine Mann? Jesse. Mit Jesse, so richtig was gerissen haben sie nicht, ne? Nee. Ich kann mich aber noch an die eine lustige Szene erinnern, damals, als sie, ich weiß gar nicht mehr, auf MyNetworkTV, SmackDown oder so ist, wo sie dann praktisch den Umzugswagen mit Kenny Dykstra und noch irgendein Bild vollgestopft haben. Ja, sie hatten ihre Momente. Ja, Festus, der dümmliche Idiot, der immer beim Ring der Ringglocke oder irgendwie so dann durchgedreht ist. Ja, aber wie gesagt, die beiden sollten ja auch angeblich jetzt wechseln. Also Meltzer war sich relativ sicher, der PW Insider hatte da noch nicht ganz so viel Vertrauen drin. Aber die beiden haben ihr Match gewonnen. Die sind auch weiterhin jetzt momentan zumindest noch im Bullet Club. Da ist das Ganze noch zumindest aus objektiver Sicht sehr in der Schwebe. Ja, und Nakamura hat noch, wie gesagt, seine Auftritte bei Ring of Honor im Januar und im Februar. Verteidigt jetzt seinen IWGP Intercontinental Championship als nächstes gegen Kenny Omega, derjenige, der Styles rausgekickt hat aus dem Bullet Club und jetzt in die Heavyweight Division wechselt. Das wäre ja dann der perfekte Moment, um den Titel abzugeben. Aber ich bin da gerade ein bisschen ratlos, was sich Styles und Nakamura versprechen, vor allem Nakamura. Es kann es natürlich sein, er möchte jetzt einfach mal austesten, wie hoch ist mein Marktwert da drüben wirklich, kann ich es auch außerhalb von New Japan schaffen.
NXT ist da dauerhaft zumindest für beide keine Option, weil dafür sind sie zu teuer. Ja. Was meinst du denn dazu, Andi? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also du hast es eben ja schon angedeutet bezüglich Styles und Nakamura deutet eine ganze Menge darauf hin, dass sie tatsächlich zur WWE wechseln. Ich meine, wenn Ring of Honor schon so weit geht, hier sämtliche Plakate und Werbung mit Styles, sag ich mal, jetzt unmittelbar nach den Geschehnissen abzunehmen und er auch aus dem Bullet Club, sag ich sozusagen, rausfliegt, dann deutet da schon eine ganze Menge hin, dass er nicht weiter durch die Indies ziehen wird, sondern dass das deutet schon sehr auf WWE hin. Es macht auch Sinn, dass bei Nakamura sich die Gerüchte verdichten, denn du hast es eben schon gesagt, Kenny Omega hat bei Wrestle Kingdom 10 sein Junior-Title verloren, soll in die, sag ich mal, Senior-Geschichte jetzt hochgeschoben werden und hat ja auch schon Nakamura um den Titel herausgefordert. Das passt alles irgendwo schon. Bezüglich Gallows und Anderson muss man das mal abwarten. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das mit WWE tatsächlich jetzt über die Bühne geht. Aber Styles und Nakamura ist relativ konkret. Und wenn Meltzer sich so weit aus dem Fenster lehnt, dann er ist ja nicht alleine, der das zurzeit kommuniziert, dann steckt da schon was hinter. Bei Styles weiß ich nicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass Styles bei der WWE, sag ich mal, unterwegs war. Und ich meine, beim letzten Mal hieß es doch, nehmen könnten wir ihn zwar, aber nicht für das Geld. Also man kam da, glaube ich, seinerzeit nicht wirklich auf einen Nenner, Styles und WWE. Und dann sagte er, gut, bei den Indies und bei New Japan, da verdiene ich auch sehr gutes Geld, das muss ich mir nicht geben. Warum da jetzt dieser Sinneswandel vielleicht stattgefunden hat, das weiß ich auch nicht, denn ich bin mir relativ, ja gut, das ist auch so eine Frage, wo willst du mit Styles denn hin? Gleich ins Main-Roster, wo ihn die Smart Marks kennen, das sag ich muss mal, man machen. Du musst also, Styles, ja, eigentlich gleich ins Main-Roster, ne? Die beiden sind jetzt, also Styles ist 38, Nakamura wird in ein, zwei Monaten 36. Ja. Du kannst sie nicht lange bei NXT parken, zumal sie auch im Verhältnis zu Finn Balor, wo man auch dachte, der ist schon zu teuer für NXT, der bleibt nicht lange da. Styles und Nakamura kosten nochmal ein Vielfaches. Ja. Die werden nicht mit 300.000, 400.000 im Jahr abzufertigen sein. Und das kannst du einfach mit NXT nicht reinholen mit den kleinen Touren. Ja, das ist eine unwirtschaftliche Sache. Bei Nakamura könnte es natürlich sein, er hat bis auf ein paar Dates für Ring of Honor oder so nicht wirklich in den Staaten gewrestelt und vielleicht möchte man ihm so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich anzupassen, aber man muss sie eigentlich mit Pauken und Trompeten jetzt im Main-Roster debütieren lassen, weil vor allen Dingen bei Nakamura, der Stil in Japan ist körperlich beansprucht und Styles hat auch jetzt schon das eine oder andere abgekriegt und ist nicht mehr der Jüngste. Wie lange hat man noch mit denen wirklich auf hohem Niveau? 3 bis 5 Jahre vielleicht. Und da muss man die Kuh dann melken, solange sie noch Milch gibt. Ja. Und das Umdenken von WWE, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen weiter da reingehe, das Roster hat ja im Moment, gerade was die Star Power angeht, nicht sonderlich viel Tiefe. Vielleicht denkt man sich jetzt, oder Triple H denkt sich zumindest, weil das ist jetzt nicht unbedingt ein Schachzug, den ich Vince McMahon zutrauen würde. Das ist jetzt irgendwas, wenn wir die jetzt reinhauen, wir gucken einfach mal, wie es ankommt. Wenn wir sie unter ihrem richtigen Namen vielleicht sogar debütieren lassen oder zumindest starke Anlehnung an den Namen, sodass wirklich jeder weiß, wer die Kerle sind. Wir gehen auf ihre Vergangenheit ein. Vielleicht ohne die Promotions zu nennen, aber zumindest sie als große internationale Stars reinzubringen, wie damals der Versuch mit Sin Cara. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwie einigermaßen funktioniert. Also anders geht's eigentlich tatsächlich nicht. Wobei, ich habe eben mal über diese NXT-Geschichte nachgedacht. Selbst wenn man sie bei NXT erstmal sich profilieren lassen wollte, wobei Profilieren bei solchen Kalibern eh ein gewagtes Wort ist, sozusagen, die müssen gar keinem mehr irgendwas beweisen. Aber auch dann kann man ja nicht sagen, bei NXT würden sie sich langsam akklimatisieren. Das ist ja immer wieder so, wer bei NXT dann hochkommt letzten Endes,
Der fängt im Main Roster ja wieder teilweise von null an. Insofern könnte man auch nicht sagen, erst aber NXT warm laufen lassen, dann mal gucken. Bestenfalls vielleicht an den Stil sich gewöhnen bei Nakamura, die ja in Japan ganz anderen Stil gehen, größtenteils als in Aber der das kann man WWE. auch einfach grundsätzlich im Performance Center. Dafür braucht man nicht bei Eben, NXT auftreten. das meine ich. Das wäre der einzige Aspekt und den kann man auch anderweitig hinkriegen, dass man sie nicht bei NXT parken müsste. Insofern müsste man wirklich, und das ist etwas, was WWE doch noch stellenweise schwer fallen könnte, man muss sie als große Stars präsentieren. Du hast es eben schon gesagt, die Stardichte ist relativ überschaubar. In Klammern, das Elend ist hausgemacht. Da gibt es gute Gründe, warum die WWE da derzeit Probleme hat. Wer sein ganzes Roster, sag ich mal, in Even Steven Booking verkommen lässt, über mehrere Monate oder Jahre, darf sich da nicht wundern. Man kann das oder man muss es eigentlich auf diese Weise versuchen, sie als die neuen großen Stars zu präsentieren. Die Botschaft höre ich wohl, allein ein bisschen fehlt mir noch der Glaube, denn ich weiß nicht, Buvi hat es, glaube ich, heute auch im Board geschrieben, die Gefahr, dass man die ein Stück weit in der Midcard verkommen lässt, die darf man nicht wegdiskutieren. Das muss man immer bei WWE im Hinterkopf haben. Es sei denn, sie kosten wirklich so viel Geld, dass die WWE sich den Spaß jetzt gibt und sagt, hier, ich kann mit New Japan Armdrücken machen und ich kann, wenn ich will, auch große Stars von denen weghaben. Dass man nicht nur sagt, ich hab sie und mache mit denen, was ich will, so nach dem Motto, ich kaufe die Konkurrenz krank, sondern man will dann auch wirklich was mit denen anfangen. Und dann geht es eigentlich gar nicht anders, sie als große Bringer zu präsentieren und auch dann gleich eigentlich schon in die Upper Card oder in den Main Event zu pushen. Und das ist natürlich gerade bei der WWE, die sich ja auch ein Stück weit als Entertainment-Zirkusliga verdient, ist das nicht in Gänze frei von einem gewissen Risiko. Aber ich sehe auch keine Alternative dazu, genau wie du. Man muss hier die ganz groß versuchen zu bucken. Ja, man muss aber wirklich mal abwarten, was überhaupt als Intention dahinter steckt. Ich kann mich noch an den guten Giant Bernard Schrägstrich Albert oder Tensai erinnern, als er dann zur WWE zurückkam. In Japan ein großer Star in der Main-Event-Region, auch wenn er den Titel nicht hatte. Wurde als großer Star angepriesen, war direkt im Main-Event drin, nur hat man es absolut verkackt, den Charakter zu etablieren. Er kam halt einfach nur damals mit seinem Sakamoto-Sidekick und in japanischen Klamotten raus und man hat den Charakter nicht vorgestellt, man hat ihn nicht reden lassen und am Ende hattest du dann einen fetten Klumpen da, der ein paar Wochen im Main Event war und danach durchgejobbt wurde und hinterher als Tanzbär an der Seite von Brodus Clay endete. Ich sage, Und die Gefahr ist ja, da. ich weiß gerade nicht um Nakamuras Englischkenntnisse so wirklich Bescheid. Ich denke, er hat nicht die besten, aber er hat natürlich ein unfassbares Charisma, der Kerl. Aber hier müssen wir wirklich mal gucken. Und aber ich kann mir NXT bei solchen Leuten dann auch wirklich nur kurzfristig vorstellen. Aber NXT beschädigt ja dann in diesem Sinne, beschädigt ist das falsche Wort, aber wenn die Leute dann erstmal Fäden bei NXT hatten, sie haben dann schon verloren. Ein gewisser Teil des Publikums kennt sie. Es ist dann nicht mehr das Gleiche, als wenn du jemanden jetzt aus dem Nichts und Wumms debütieren lässt. Nee, aber wie gesagt, du musst es machen. Styles wird 39 dieses Jahr, Ja, du ne? hast keine Zeit mehr, um da großartig jetzt jemanden aufzubauen oder irgendwas. Ja. Und was hat WWE denn schon zu verlieren? Die Leute sind jetzt schon Stars. Wenn sie denen jetzt, die brauchen sie keine neuen Namen mehr geben, weil sie Angst haben, die könnten danach von ihrem großen WWE-Run profitieren woanders. Nee, eben, die sind ja eh schon Stars. Ist zwar eine Merchandise-Frage, aber da wird man sich mit Sicherheit auch irgendwie finanziell einigen können. Aber nun gut. Die Sache ist ja auch immer eine Frage des Bookings und des eigenen Bookings. Und es ist halt schwierig, Stars aus anderen Promotions bei WWE als große Stars einzubinden, wenn man der Welt immer suggerieren möchte, es gibt nur WWE und nichts anderes. Und genau darum ging es auch mehr oder weniger in der Eröffnungspromo von Monday Night Raw, um den Bogen da mal elegant hinzuspannen. Haha. Haha. Wie sagt er das? Ab und zu klappen die Überleitungen sogar. Perfekt. Apropos, nein, Große Spaß Stars, beiseite. oder? Nee, Raw begann in dieser Woche mit Stephanie McMahon. Natürlich nach einem großen Rückblick, aber das ist ja jede Woche so. Und sie wollte gerade ihre angepisste Laune kundtun. Da kam auch schon Roman Reigns in den Ring. Und der wollte unbedingt Vince McMahon herausrufen, weil er hätte mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen. Stephanie McMahon meinte dann, nein, mein Freund, heute nicht.
das ist heute. Vinny ist noch nicht da, der kommt später da rein. Und sie lachte ein und Roman Reigns war ziemlich angepisst. Er meinte dann so, boah, das hier wird mir heute keiner nehmen. Wenn dein Vater irgendwie in dieses Match eingreift und mich daran hindert, meinen Titel zu verteidigen, dann wird er im Krankenhaus enden. Das ist mein Leben. Dieser Titel ist jetzt meine Familie. Ohne ihn habe ich gar nichts, werde in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ohne ihn bin ich sowieso arbeitslos. Und auch Stephanie McMahon ging darauf ein, meinte, ja, ohne WWE bist du ein gar nichts, ein niemand. Und am Ende, ja, ging Roman Reigns dann. Stephanie war, stand ein bisschen doof da, hatte ein wenig Sorge drin, dass ihr Vater heute im Krankenhaus landen könnte. Und bei mir reifte mal wieder die Erkenntnis, WWE Stars, Superstars, wie WWE es immer so schön bezeichnet, sind eigentlich absolut untalentierte Lappen, die außerhalb von WWE niemals einen Job oder irgendwas in der Art finden könnten und dann wahrscheinlich irgendwo in der Gosse landen würden. Genau. Ja, so müsste man das offensichtlich interpretieren. Ja, ist doch so. Ja. Die sagen immer, ich bin dann mein Job los, das ist mein Alles, mein Ein und Alles. Meine ganze Existenz ist dann weg. Mein Gott, du hast einen Job verloren, aber du bist ein Superstar. Du könntest in anderen Ligen auftreten, du könntest sagen, ja, dann wrestle ich halt irgendwo auf dem Globus oder ich mache irgendwas anderes. Ich kann ja hier auch ein bisschen reden, vielleicht Schauspieler ich oder ich mache einen auf The Miz und tu zumindest so, als ob. Und aber nein, das sind alles talentlose Lappen, die außer von WWE wirklich nirgendwo ein Bein auf den Boden kriegen würden. Ja. Fürchterlich. Sie klauen unsere Jobs. Ja, genau. Ja, aber das unabhängig jetzt von diesem in der Tat, diesem interessanten Ansatz, wer bei der WWE nicht mehr arbeitet, ist zwingend arbeitslos. Anders geht's gar nicht. Und die nehmen nur Vollpfosten an, die wirklich nirgendwo anders einen Job kriegen würden. So ist dann die Botschaft zwischen den Zeilen. War das Opening-Segment für mich wieder eins, an dem sich die Geister scheiden, denke ich mal. Also Stephanie McMahon, Julian und ich haben im Vorfeld mal kurz getextet, als ich mir die Show angeguckt habe. Mir hat sie diesmal gut gefallen, weil sie dieses Verachtende und was du mit meinem Vater machst und leg dir nicht mit den McMahons an, das hat sie gut gemacht. Dir hat es ja nicht so gut gefallen, so nach dem Motto zu ernst, dann mal wieder bitchig, dann mal wieder so und so. Hast du vollkommen recht? Nein, in dieser Woche kann ich sagen, die Art und Weise, wie sie die Promo rübergebracht hat, Inhalt mal völlig außen vor gelassen, war gut. Ja, sehe ich. Roman Reigns war zumindest besser als die letzten Wochen, aber immer noch schlecht. Ja. Aber letzte Woche Stephanie McMahon, dieses Kreischegören-Ding, jetzt wieder diese taffe, bitchige, da ist einfach keine Linie, keine Konstanz drin. Da ist, wie soll ich so einen Charakter ernst nehmen? Ja, und das Gleiche muss man hier auch ein Stück weit wieder über Reigns genauso sagen, denn man versucht offensichtlich mit ihm auf der einen Seite so ein 50% Strahlemann-Babyface und ein bisschen Bad Guy-Einflüsse zu machen, weil einerseits kommt er dann mit solchen Sprüchen wie, ja, dieser Titel und alles hier, das ist meine Familie und für meine Familie tue ich das alles, da diesen familiären Bezug reinzubringen, das kauft ihm doch kaum einer ab und dann, ich werde einen 70-jährigen Mann krankenhausreif schlagen. Also das wo will man mit ihm hin? Das ist genauso wie mit Steph. Mal kreischt sie, mal ist sie unterkühlt, mal ist sie bitchig. Ist auch Reigns zwischen allen Stühlen. Und es fällt mir schwer, wenn ich jetzt als objektiver Beobachter mir die Show angucken würde, was soll ich mit ihm anfangen? Was ist er? Ist er Babyface? Ist er Bösewicht? Ist er Badass? Ist er cool? Er ist schwer zu greifen. Und das kann auf Sicht sein neues Gimmick sein, klar. Aber ich kann jeden, gerade von den etwas jüngeren Fans, ein bisschen verstehen, die sagen, ja, verwirrt mich ein bisschen. Soll wohl so sein. Ja, auch seine Mimik wieder. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon so einen gewissen Hass, weil ich fand ihn zu Shield-Zeiten wirklich cool und er hat auch durchaus Wiedererkennungswert. Er ist klar, nicht so schlecht, wie ihn viele machen, aber es wirkt einfach auf mich doch, dass man zu krampfhaft versucht, auch hinterher, wie der ganze Main-Event wieder ablief. Da ist man jetzt im Moment in so einer Mischung aus Sesamstraße und Attitude-Ära. Ja, in der Tat. Wobei, das kannst du ja auch schwer trennen manchmal. Ja, aber ist nicht meine Form von Wrestling, aber da können wir später nochmal genau drüber reden. Jetzt so das Segment. Ich weiß nicht, ich hab angemacht die Show. Stephanie wollte ansetzen, dann war er schon wieder da. Ich habe gar nicht mitgekriegt, hä, was will er denn da jetzt und was ist da jetzt los?
ich kam irgendwie nicht richtig in die Show rein. Das war dann für mich zumindest kein guter Anfang. Ja, geht mir ähnlich, wobei ich hier einen positiven Aspekt schon noch vorher sagen möchte. Wir haben immer wieder bei den Shows kritisiert, dass kein roter Faden ist. Und das war ganz, ganz häufig so, dass die Show um ihrer selbst willen gemacht wurde. Also irgendwie, ja, dann hat der was gesagt, dann hat die was gesagt. Hier kann man ja wirklich sagen, man hat an dieses Segment, wo Vince verhaftet wurde, angeknüpft. Das zieht sich jetzt schon seit 2, 3 Wochen, diese Geschichte mit Vince und Roman. Und das ist, wie Julian schon sagte, Attitude-Ära, wie man sie aus diesen besten Zeiten kennt. Vince gegen das Top-Babyface mit allen Schikanen, die er eben einzubauen in der Lage ist. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber wenigstens ist da endlich mal ein roter Faden. Das hatten wir schon so häufig nicht bei Raw. Ich will das auch jetzt nicht über den grünen Klee loben oder sagen, das ist was ganz Tolles. Bitte? Bei einer Geschichte. Ja, immerhin. Zwei, wenn man noch Owens gegen Ambrose mitzählt, aber nein, aber du hast recht, aber es muss ja irgendwie ein tragendes Moment geben, dass die Show trägt. Ja. Und darum kannst du andere Geschichten aufbauen. Da ist natürlich noch was Ausbaufähiges, aber es ging um diese Show im Anfangssegment und auch im Endsegment ging es in dieser Show um diese Storyline. Und das ist immerhin dieser rote Faden und das haben wir schon so häufig im vergangenen Jahr gehabt, dass da überhaupt gar nichts zu erkennen war. Immerhin das. Ja. Ja. Die Bedeutungslosigkeit wird eh am Ende alle wieder einholen. Haben wir ja gelernt. Alle außer den McMahon sind bedeutungslos und werden irgendwann vergessen werden. Ja, und Vince wird nicht mehr lange in den Shows bleiben. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und dann wird es wieder... Ja, wie denn auch? Der Kerl muss doch langsam wirklich jetzt so... Da kommen ja kaum noch die Beine hoch. Also, nee, da kommen wir beim Endsegment, glaube ich. Da gibt's für 70 Jahre ist er wirklich fit. Aber als ich ihn da reinkommen sehen habe, hier in diesem ärmellosen Referee-Shirt, ich dachte wirklich, das wäre eine Fotomontage. Du hast da irgendeinen Bodybuilder, einen alternden, hingemacht und dann Vince Kopf da irgendwie drauf und lässt ihn dann so komisch da durchs Bild wackeln. Sah also lustig aus. Ich hatte auch wirklich Angst, bei jedem Pin, den Vince mitzählen wollte, dachte ich, der Kerl bricht sich gleich die Knie. Weil er musste ja wirklich auf die Knie runtergehen und dann versuchen, sich so hinzuknien. Das sah teilweise schon fies aus. Also. Aber er ist 70, also Hochachtung dafür. Durchaus. Ambrose kam dann raus, hat nochmal, wie schrieb es Mantis so schön, die Ghetto-Faust mit Roman Reigns gezeigt und hat dann am Kommentatorenpult Platz genommen und das Rematch aus der vergangenen Woche zwischen Kevin Owens und Neville kommentiert. Es war am Ende ein Sieg für Owens nach der Pop-Up-Powerbomb in 9 Minuten, war ein relativ flottes Match. Ambrose hat gut kommentiert, indem er auch die Bedeutung des Titels und auch die Qualitäten von Ambrose und Neville hervorgehoben hat. Sehr schön, deutlich besserer Job als die anderen drei Dämenlecke, die da am Kommentatorenpult saßen. Und im Anschluss wollte Kevin Owens dann Neville wieder attackieren mit der Apron Powerbomb. Ambrose kam hinzugeflogen durch die Seile mit so einem Suicide Dive. Es gab eine kleine Prügelei und am Ende war es Dean Ambrose, der einen Elbow Drop von der Barrikade aus durch das Kommentatorenpult auf Owens zeigte. Und ich dachte mir, oh, da müssen die Kommentatoren aber heute lange ohne Tisch auskommen. Falsch gedacht. Ja, gutes Match, gutes Segment. Also hier habe ich wirklich gar nichts oder ich wüsste nicht, was auszusetzen. Die Niederlage von Owens in der vergangenen Woche, die überhaupt keinen Sinn macht, weil Neville hat es nichts gebracht, Owens hat es nur eine Niederlage beschert. Ja, das war ja letzte Woche, genau. Ja. Da haben wir auch schon drüber uns ausgelassen. Aber wirklich diese Woche, dass das Match war gut. Es war für 9 Minuten war es flott. Die beiden haben das gezeigt, was man von ihnen auch erwarten kann. Gerade Neville geht bei solchen Matches ja auch Spots schon beeindruckend für ein Weekly-Match, was die da rausgezogen haben. Da war Tempo drin, es war kurzweilig. Ich fand das, wie gesagt, durch die Bank klasse. Ambrose hat während des Matches, du hast es eben angesprochen, einen super Job am Kommentatorenpult gemacht und nicht nur sich selbst overgebracht, sondern eben auch dem Titel eine gewisse Bedeutung gegeben, indem er ihn in den Fokus gestellt hat und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das war richtig gut und danach eben die Konfrontation mit Owens und Ambrose mit dem Suicide Dive, dann die Powerbomb, die angedeutet wurde und dann der Elbow Drop aufs Kommentatorenpult, das dann auch prompt kaputt gegangen ist. Auch danach noch, wie Ambrose sich zu ihm runtergebeugt hat und dann im Gesicht rumgegrabbelt hat, hier, du willst einen Titelkampf, du willst eine Challenge, komm her und frag nur, dann kriegst du schon.
Das war gut. Das war richtig gut. So baust du das auf. Es ist zwar nur ein IC-Match, aber was für eine Paarung, wie gesagt. Das passt. Und jetzt kommt der Clou. Das baut jetzt kein riesiges IC-Title-Match beim Royal Rumble auf, sondern bei SmackDown. Yeah! Am Donnerstag. Aufgezeichnet. Yay. Raw hyped SmackDown. Und du verbrätst damit diese Paarung dann schon wieder. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie ein blödes Screw-Finish. Und dann gibt es nochmal ein Rematch. Ach Leute, macht es doch vernünftig. Jetzt will man SmackDown krampfhaft halten und was macht man? Man baut Titelmatches auf, die man dann sofort in der gleichen Woche dann noch rauskloppt. Auch später bei den Damen kommen wir da noch drauf zu sprechen. Nee, aber war insgesamt eine runde Sache. Eine wirklich der besseren Aktionen oder Sachen der Show. Und Backstage kam dann Vince McMahon in seiner Limo an. JoJo wollte ihn ein paar Worte in Bezug auf die letzte Woche entlocken, aber Vince meinte, ach, alle Anklagen gegen mich wurden fallen gelassen. Ich bin immerhin ein Billionär und ich habe einen super Anwalt. Aber ha, in dieser Woche, da bin ich das Gesetz. Lachte dann diabolisch und zog von dannen. Jo. Ja, passte. Passt, ja. Das zweite Match war dann ein Singles-Match zwischen Titus O'Neil und Stardust, was Titus O'Neil nach 4 Minuten gewonnen hat. Und was soll ich sagen? Nobody cared. Ja, was soll's? Also ich habe es mich auch gefragt. Man hat ja irgendwie das im Es Vorfeld gab wohl so ein paar Wochen, wo die beiden irgendwie genau. mal so, aber überall, nur nicht bei Raw. Doch, bei Raw war das doch, Haben die auch wo, was miteinander zu tun ja, gehabt? da ist doch immer Titus O'Neil in Stardust Sternraum reingekrabbelt und Stardust hat ihm immer irgendwie was erzählt und da meinte er, ach, bleib mal ganz entspannt, du musst mal irgendwie ein bisschen chilliger werden und ein Glas Wein trinken und solche Geschichten. Da wurde immer was aufgebaut, das war irgendwann dann weg und jetzt kommt das Match zwischen den beiden und wow, 4 Minuten, da kann man richtig was erzählen. Das ist random quasi weggebuckt worden. Es hat sich auch keiner richtig für Titus interessiert oder Das eher. ganze Match war tot. Das war der erste Punkt, an dem das Publikum wirklich gestorben ist. Ja, und wenn irgendeiner leichte Sympathien gehabt hätte, dann wäre es wohl tatsächlich sogar Stardust gewesen, der immer so ein paar Cody-Rufe wenigstens abgegriffen hatte. Aber es Aber. ist auch traurig. Cody Rhodes vor ein paar Jahren noch kurz davor, als relativ junger Spund in den Main Event aufzusteigen. Super als IC-Champion und jetzt ein Geek-Freak. Ja, Oder ein und Freak-Geek? das kannst du dir, glaube ich, aussuchen, oder? Ich Ein weiß es geekiger nicht. Freak. Freakiger Geek. Kannst du auch Geht auch. sagen. Das geht beides. Ja, oder wenn du mal wieder ein Tag-Team brauchst, kannst du ihn immer reinstecken mit seinem Bruder oder mit wem auch immer, die Rhodes Scholars oder irgendwas. Wo waren denn eigentlich die Ascension? Sind die nicht als Cosmic Wasteland an seiner Seite? Ja, mal so, mal so. Also so ein Gelegenheitsstable, hätte ich fast gesagt. Diesmal waren sie nicht dabei. Aber ja. Das war einfach ein Füller-Match, das man so hingeklatscht hat, das keinen interessiert hat und erfolgreich die Crowd ein Stück weit schon gekillt hat. Backstage war dann Becky Lynch, die sich für ihr heutiges Match vorbereitet hat. Charlotte kam hinzu und meinte: Hast du das Match gefordert? Nö, aber ach, ist doch toll, dass wir jetzt ein Match gegeneinander haben. Lass uns das doch in the Spirit of Competition so als kleinen Wettbewerb sehen und ja, ich zeig dir mal, was ich drauf habe. Oder hast du Angst, dass du das Match verlierst? Ja, Charlotte war dann sehr selbstbewusst und auf einmal kam Ric Flair noch von hinten und hat gewuht. Becky hat sich ein bisschen erschrocken und ja, man war gespannt, was dann kommen sollte. Und ja, wir hatten dann ein relativ gutes Match zwischen Becky Lynch und Charlotte. Becky hat Charlotte praktisch ausgewrestelt, kam immer wieder raus. Charlotte hatte eine kurze Dominierungsphase. Becky kam dann aber zurück, war kurz davor, die Oberhand zu gewinnen. Und dann gab es auf einmal einen Beingrapscher von Ric Flair. Charlotte wollte das Ganze ausnutzen, wollte Becky einrollen. Die ist allerdings da rausgekommen und hat dann ihrerseits Charlotte eingerollt mit einem Griff an die Buchse, hat das Match dadurch gewonnen und meinte, ja, wie du mir, so ich dir. Und war dann glücklich darüber, dass sie das Match gewonnen hat. Charlotte not so amused und es gab dann hinterrücks die Attacke mit einem Big Boot in den Rückenbereich und noch ein paar andere Moves und Ric Flair war ganz stolz auf Töchterchen. Das wäre wirklich ein perfekter weiterer Aufbau gewesen, wenn das Match beim Royal Rumble kommen würde, weil das hat echt Spaß gemacht. Es war wieder so, dass wir jetzt schon wieder ein Match zwischen den beiden bei Raw in relativ kurzer Zeit verbraten haben, aber hier machte es einfach vom Stimmungsaufbau her komplett Sinn, auch um endlich den Heel-Turn von Charlotte zu vollziehen, oder? Ja, das wird er wohl jetzt offiziell gewesen sein müssen, ne? Also
Nehme ich mal an. Damit dürfte Paige dann wieder Face sein, oder? Damit dürfte Paige auf jeden Fall weg sein. Also aber Big Show ist ja diese Woche auch schon wieder geturnt. Möglicherweise. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Meine Fresse, ich dachte, was ist denn hier kaputt? Nee, das Match war nicht schlecht, in der Tat. Das war ein längeres Steven-Match, aber dafür kein langweiliges. Und die Crowd war drin. Die Crowd war drin, in der Tat. Ich finde auch die Geschichte mit Charlotte und Becky Lynch nicht so schlecht. Das ist in Ordnung. Da tut sich jetzt was, auch wenn man nicht von einer Divas Revolution sprechen kann, sondern immer nur von offensichtlich von einer Fehde, die man gerade im Moment am Laufen hat. Es war Charlotte gegen Paige, dann war es, jetzt ist es Becky Lynch und Charlotte, das ist in Ordnung, aber es sind immer nur ein, zwei Mädels, die man handverlesen raussucht und die sowas wie eine Fehde haben. Von mir aus, ist besser als vieles andere, was wir in den letzten Monaten hatten, zum Beispiel, dass du irgendwelche random Team-Matches einfach ansetzt, dann in der Tat lieber sowas, zumal Becky Lynch endlich mal ein bisschen jetzt auch in Fokus kommt und ja auch immerhin gewonnen hat und jetzt ein Titelmatch kriegt. Was das bedeutet bei SmackDown, muss man dann mal schauen. Aber es ist okay. Wer hier ganz komisch deplatziert wirkte für mich, war Ric Flair. Das, meine Fresse, das... Er hat geruht. Ja, aber das wirkte diesmal so irgendwie so gar nicht. Also er, wie so ein alberner Tattergreis wirkte er, der daneben steht. Ich meine, der ist immer noch ein Tick jünger als Vince. Sieht 10 Jahre älter aus. Und ist halt der nette Opi, der seine Tochter beim Sport anfeuert. Ja, so muss man das sehen. Der nette Opi, der seine Tochter beim Sport anfeuert. Aber mittlerweile, ich habe das schon mal angedeutet, der Junge hat sein Leben eben gut gelebt. Und das sieht man jetzt auch an gewissen Nachwirkungen. Jeder weiß, dass Ric Flair jetzt, sag ich mal, wie soll ich das am besten formulieren, gerne mal ins Glas geschaut hat früher. Und das sieht man jetzt. Und er war ein Lebemann. Er war ein Lebemann, Wein, Weib und Gesang. Die Reihenfolge war da immer egal, aber auch die Prioritätensetzung vielleicht mal. Aber der Kerl ist einfach... Er wirkt manchmal ein bisschen albern, manchmal kommt es wieder richtig großartig rüber, aber in diesem Segment hat man wieder gesehen, oh nee, das war nicht cool, nicht gut. Ja, irgendwie fehlte es, dass er nach der Niederlage einen Elbow Drop auf seine Jacke gezeigt hat, aber... kommt noch. Ja, aber insgesamt finde ich die Sache, wie man die Sache mit Charlotte und Becky Lynch jetzt gelöst hat, recht gut. Becky kriegt Profil. Vor allen Dingen fand ich ganz gut mit dem Griff an die Hose jetzt, um den Sieg dann einzufahren. Ja. Nachdem sie praktisch gescrewt wurde oder kurz davor war, gescrewt zu werden. Nur, wieso muss man dieses Match dann jetzt sofort am Donnerstag bei SmackDown verbraten? Also, wartet doch jetzt noch mal eine Woche erstmal, lasst dann mal eine Promo mit einer Erklärung kommen oder einer angepissten Becky, die jetzt von Charlotte eine Erklärung haben will. Irgendwie sowas. Ihr habt auch noch ein paar Wochen Zeit. Ja, du musst SmackDown eben stark aussehen lassen. Also haust du da Titelmatches raus, die mit einem Fuck-Finish enden werden. Ja, und ob das nachher kontraproduktiv ist oder produktiv, muss man abwarten. Das kann natürlich auch nicht wirklich toll sein. Wenn du sowas groß ankündigst, dann gibt es Screws, dann guckst du auch kein zweites Mal hin. Nee, genauso wie man ja auch ständig hier ein Match zwischen Del Rio und Cena angedeutet hat. Ja. Da ist auf einmal verloren gegangen. Nix, Del Rio war im Tag-Team-Match. War jetzt nicht schlimm, aber... Cena war gar nicht da, ja. Aber bevor es dazu kam, gab es dann erstmal Vince McMahon backstage, der Sheamus die Regeln für das heutige Match erklärt hat. Ist mir sonst gar nicht aufgefallen, dass die Referees das immer machen. So von wegen, es gibt keine Eingriffe von außen, keine unfairen Aktionen. Low Blows sind auch nicht gestattet. Keine Eye Pokes und was weiß ich noch. Also, hier wird nach meinen Regeln gespielt, ne? Alles läuft glatt. Ach ja, noch. Das Glück der Iren sei mit dir. Ja, hier interessant, Sheamus Gesichtsausdruck zuerst. Ja, also geguckt, dachte, wie so ein Dödel. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Und dann, ja, das Glück könnte mit dir sein. Oh, da hat er sich gefreut. Das war, wer drauf steht. Er hat geguckt wie ein Pfosten die ganze Zeit. Ja, wobei Sheamus mit den etwas dunkleren Haaren jetzt schon ein bisschen besser rüberkommt, finde ich. Ja. Aber der Kerl ist durch im Main Event. Ja, spätestens nach heute Abend, also nach der Aktion hinterher. Nee. Ja, das war egal, wer der Gegner für Reigns war. Ja. Das war Reigns gegen Vince und da war egal, wer sein Feind gewesen wäre im Ring. Was das nächste Match ist. Schlimm genug, dass wir es in der letzten Woche schon hatten. Schlimm genug, dass es da ein Ende gab, wo jeder sich
an den Kopf fassen musste, weil wieso geht Big Show aus einem Match einfach weg? Das machen Heels ja ab und zu so, aber es macht einfach keinen Sinn, weil es ist eine Niederlage und Niederlagen sollten schlecht sein. Aber deswegen hatten wir dann in dieser Woche nochmal ein Rematch, wo ich mich schon fragte, wenn Big Show letzte Woche keinen Bock hat, warum sollte er diese Woche Bock haben? Es gab dann auch ziemlich zügig einen Chokeslam gegen Ryback und auf einmal Licht aus und die Wyatts waren da. Die sind dann mal irgendwie auf Ryback los, der wohl auch mittlerweile offiziell im Rumble-Match ist. Und Big Show guckte sich das aus dem Ring an, packte die Hände in die Hüften und dachte sich so, ja, lass die mal machen. Bis sie dann auf einmal dazu ansetzen, auch gegen Big Show drauf zu gehen. Der konnte natürlich alle drei kleineren Leute von den Wyatts problemlos abfertigen, bis er sich dann Braun Strowman gegenüber sah. Und die Übermacht war dann doch zu groß und ohne große Aktion war Big Show dann im Ring ziemlich geplättet. Braun Strowman, man könnte meinen, er hätte irgendwie diese komischen Buffalo-Boots. Kennst du die von früher mit diesen 10 Zentimeter Absätze oder so? Weil insbesondere Damen angehabt, die nicht so wirklich groß waren und groß und cool wirken wollten seinerzeit. Junge Damen natürlich. Es gab auch genügend Kerle, da kann ich mich noch in der Schule dran erinnern. Das sah immer ziemlich lächerlich aus. Du grüne Neune. Ja, aber die waren halt damals wohl modern. Auf jeden Fall war Braun Strowman erstaunlich groß. Die war ja, fast so groß. Die waren gleich groß fast, ja. Ja, ja, ich werde hier nie vergessen. War Big Show auf Knien vielleicht? Man weiß es nicht genau. JBLs Worte, als sich Big Show und Strowman gegenüberstanden, that's what we all wanna see, dachte ich, naja, hält sich. Aber es gab immerhin so leichte Reaktionen aus dem Publikum. Ich dachte, die wollen doch jetzt hier kein Singles-Match aufbauen, aber offensichtlich dann wohl doch nicht, ne? Ich hoffe es mal nicht. Nee, die Wyatts haben doch gesagt, wir sind alle im Rumble oder Bray hat sowas in die Crowd geschrien. Es ist ja immer klar, dass das Publikum auch in gewisser Weise reagiert, wenn da auf einmal zwei Riesen gegenüberstehen und eine bedrohliche Stimmung erzeugt wird. Aber gut, die Wyatts wollen jetzt den Rumble aufräumen. Big Show ist da drin, Ryback ist da drin. Ja, komm. Irgendwie befürchte ich, dass das ein Stable Rumble wird dieses Jahr. Ja, könnte sein, aber insgesamt, jetzt diese ganze Aktion von den Wyatts. Was soll das? Können die nicht andersweitig sagen, wir sind jetzt im Rumble, hätten sie nicht letzte Woche eine vernünftige Promo halten können, anstatt diese Geek-Parade da? Oder hätten sie nicht irgendwie zumindest mal ein richtiges Statement dann folgen lassen können, dieses, ach, wir geben ihm drei Schläge und irgendwann bleibt er schon liegen? Boah, ja, und warum Ryback, warum Big Show? Also es ist so, also wie man bedrohlich. Ja, bedrohlich. Wie immer, Bray Wyatt kommt einfach so aus dem Nichts, prügelt auf irgendeinen ein, sagt uns nicht warum und wieso und am Ende sagt er Follow the Buzzard. Das ist seit Monaten oder fast Jahren mittlerweile das Prinzip von Wyatt. Das ist der Clou. Niemand ist bisher dem Bussarden gefolgt, deswegen kommt die Antwort. Es kann jeden treffen, so nach dem Motto. Oder? Genau. Folge den Bussarden und du wirst die Antwort erkennen. Und wenn du es nicht machst, musst du damit rechnen, irgendwann einfach so von uns angegriffen zu werden. Das ist doch mal eine Storyline. Ja, so kann man es auch erklären. Irgendwann kommt dann die Auflösung. Da fliegt dann ein Bussard und irgendeiner rennt dem Bussard hinterher. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Und dann in ihrem Schaukelstuhl Sister Abigail. Und in ihrem Schaukelstuhl sind die ganzen Kerben von den Leuten drin, die schon angegriffen worden sind. Oder so. Irgendein Unfug. Ja, vielleicht macht's ja, wer war dafür im Gespräch? Bo Dallas Schwester? Das ist der Abigail? Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Die ist hübsch. Ja, aber vielleicht macht es auch Bo Dallas persönlich. Absolut möglich. Wir müssen daran nur Bo liefen, aber dazu später mehr. Ja. Gut, dann hatten wir ein Match zwischen der League of Nations und den Usos. Relativ solides Match mit ein paar guten Sequenzen, vor allen Dingen die Finish-Sequenz war ganz nett. Ja. Auch wenn ich weiter mit diesem Double-Footstomp als Hauptfinisher bei der Rio so überhaupt nichts anfangen kann, weil der Gegner musste einfach zu viel vorbereiten, sich da im Tree of Woe in die Ringecke hängen, dann den Oberkörper noch nach oben ziehen, damit er überhaupt da getroffen werden kann. Ja, wobei, diesmal sah es einigermaßen gut aus, fand ich. Ja, es gab ja auch die eine Szene, wo der eine Uso dann einfach den Körper ziehen lassen und ausgewichen ist, aber ich bin da gerade ein bisschen ratlos. Einerseits ist es natürlich schön, dass man versucht, die League of Nations seriös darzustellen, nicht unbedingt nur wie Geeks.
ich fand es ganz amüsant, als die Lana-Chance aufkam und Rusev dann ein wenig erbost war und zumindest mit dem Publikum versucht hat zu interagieren. Aber ich bin bei den Usos gerade ein bisschen planlos, weil dieses TLC-Match noch gegen New Day, dann sah es so aus, als wären die Sachen mit den Lucha Dragons und New Day vorbei und die Usos steigen da wieder ein. Jetzt verlieren sie bei SmackDown gegen die Wyatts, hier gegen die League of Nations. Ja, die sollen den Job machen zurzeit offensichtlich. Ja, aber ne? Dadurch sind die Tag-Team-Titel ja völlig im Arsch. Ja, da muss man, glaube ich, in der Tat das so sehen. Denn es deutet sich ja tatsächlich an, dass man Alberto Del Rio und Rusev als festes Team vielleicht sogar etablieren möchte. Denn die haben doch jetzt sogar einen eigenen Entrance-Theme, so wie ich das mitgekriegt hatte. Die Musik kannte ich noch nicht. Das war nicht die von Del Rio normalerweise und auch nicht die von Rusev, meine ich. Da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht drauf geachtet. Ich meine, das war ein ganz eigenes neues Lied. Ich muss nochmal nachher reingucken, aber so habe ich es wahrgenommen. Und dann kannst du in der Tat vielleicht sogar auf sich die Option haben, Del Rio und Rusev als festes Team auf die Tag-Team-Jagd zu schicken. Wenn und dann macht es auch Sinn, sie gegen die Usos gewinnen zu lassen. Dann musst du nur noch jetzt Del Rio den US-Title abnehmen, was ja vielleicht gar nicht mehr so lange dauert, weil man munkelt, die Fehde mit Del Rio und Cena soll relativ schnell beendet werden. Und ob man Cena nochmal so in den absehbarer Zeit zumindest so hoch ins Rampenlicht pusht oder ihm erstmal den US-Titel wiedergibst, muss man mal sehen. Wenn man ihm den Titel wiedergibt, kann Del Rio ihn verlieren und dann hast du die beiden auch frei für ein festes Tag-Team. Und dann bezahlst du jemanden einen Haufen Geld dafür, dass er irgendwo in der Undercard Tag-Team-Champion ist. Ja, er ist doch schon, ich will nicht sagen, er ist jetzt total gefloppt, aber Del Rio, ich weiß nicht, ob man hätte es ja wissen können, wie Del Rio einschlagen wird, nämlich nicht so doll. Und das hat er doch jetzt bewiesen. Ich weiß nicht, ob man sich von ihm wirklich mehr erwartet hat, aber ich glaube, die Hoffnung hat man doch schon etwas relativiert bei WWE mittlerweile. Auch wie er bei Raw dargestellt wird, wo er auftritt, auf welchen Card-Region er sich befindet, das ist doch mit Card derzeit. Es ging relativ zügig, aber gut, jetzt wo Sheamus durch ist, könnte man zumindest ihn oder Rusev oder von mir aus auch Barrett zum Anführer machen, wäre alles irgendwie besser als Sheamus, weil Sheamus wirkt eher so als Enforcer oder Bodyguard von so einem Stable, aber als Anführer ist er dann doch ein bisschen deplatziert. Ja. Aber schauen wir mal. War auf jeden Fall ganz okay, das Ganze. Match war auch nicht schlecht. Nee, ich habe auch kein Problem jetzt unbedingt damit, dass die Usos verlieren, nur die Tag-Team-Titel, die sind mal eben völlig wieder random geworden. Dadurch. Das ist ein bisschen schade. Weil man hat jetzt die Usos aus dem Titelrennen genommen, ohne irgendein anderes Team auch nur ansatzweise da einzuwerfen. Ja, es sei denn, du willst jetzt eben Del Rio und Rusev reinwerfen. Ja. Das müssten sie jetzt kommunizieren die nächsten Tage. Und dann würde es Sinn, ein Stück weit Sinn machen zumindest. Aber da und muss man nochmal abwarten. Und wen willst du dann faceturnen? Ja gut, hast recht. Zwei Heels klappt selten, gerade in so einem belanglosen Bereich wie Tag Team Championship. Nee, hast recht, da hat man natürlich ein Problem. Das ist... Aber, ach nee, das hilft ja auch nicht, die sind ja auch Heel. Jedenfalls wurde bekannt gegeben, Ziggler und Curtis Axel stehen im Rumble-Match. Klar, Axel ist ja immer noch im Rumble-Match, wenn man das jetzt mal ein bisschen streng nimmt. Wir hatten dann ein Match zwischen Dolph Ziggler und Heath Slater, der an der Seite von Bo Dallas, Adam Rose und Curtis Axel herauskam. Und ich dachte mir, what the fuck ist das denn für eine Geek-Parade da? Was soll denn das jetzt? Da fehlt ja jetzt eigentlich wirklich nur noch Damien Sandow und Stardust oder die Ascension. Und ja, es war ziemlich ausgeglichen. Dolph Ziggler kam rüber wie ein Geek. Hatte überhaupt nichts von einem mit Upper Kader. Hat auch keine Reaktion gezogen. Nee. Die Haare sind wohl auch ein bisschen länger geworden. Ist nicht mehr ganz so blond. Und er wurde wirklich dargestellt, als wäre er der letzte Vollhonk. Du hast dieses Match gehabt. Es gab den ersten Typen, der auf den Apron springt. Ziggler hinterher, wird eingerollt. Er kickt aus. Der zweite Typ springt auf den Apron. Und was macht Ziggler? Genau den gleichen Fehler nochmal. Jo. Wird eingerollt. Und dieses Mal reicht es dann für Slater. Der zwar auch erstaunlich wenig Reaktion gezogen hat. Also San Antonio hätte ich mir deutlich mehr erwartet von dem Publikum. Weil Slater kommt eigentlich überall bisher immer gut an, wenn er da ist. Dieses Mal war aber... Vielleicht auch den Sachen vorher schon geschuldet, teilweise dann gar keine Stimmung mehr da. Auf jeden Fall kündigten sich dann Slater, Dallas, Rose und Axel als Social Outcast, also die sozial Ausgeschlossenen oder irgendwie sozial
Benachteiligten? Wie soll man das genau übersetzen, Social Outcast? Ja, so kann man das glaube ich sagen, ne? Die sozialen. Die sich über die sozialen Medien praktisch immer wieder aufgedrängt haben, aber dann doch ausgegrenzt wurden, irgendwie. Was weiß ich. Ja, Outcast müsste doch ausgegrenzt. Mach mal weiter, ich guck mal kurz nach. Ich meine, so in die Richtung heißt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben alle so ein bisschen was geredet. Axel sprach davon, dass die Fesseln endlich befreit sind. Was Adam Rose gesagt hat, ich habe keine Ahnung. Er wollte, glaube ich, einen alternativen Namen für das Stable in den Raum werfen und dann meinte nur Heath Slater, was? Was erzählst du denn da? Oh, das die war Parade, also keine trotzdem Ahnung. Ausgestoßen. Bo Dallas hat auf jeden Fall noch gesagt, dass wir Bo leaven sollen. Wobei das ja eigentlich nicht passt. Ne? Sozial ausgestoßen sind es ja eigentlich nicht. Oder bezieht man das darauf, dass sie praktisch vom restlichen Roster und den offiziellen sozial isoliert wurden? Ja, oder auf ihre Card-Region, dass sie von der Card ausgestoßen sind lange Zeit. Man das weiß kann es natürlich nicht. Auch sein. Also ich wäre ja irgendwie für 3MB oder 4MB? Four-Headed Geek Parade. Four-Headed Geek Attack. Viele Varianten. Das wäre episch. Geeknado oder was man da alles machen könnte. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein weiteres Stable, ein weiteres Heel-Stable, ein absolutes Undercard-Stable, wo ich mich für Heath Slater unfassbar freue, dass der ein Match gewonnen hat. Bei Dolph Ziggler ist es mir mittlerweile scheißegal. So bei Raw, wohlgemerkt. Ne? Bei Raw. Und wir kommen jetzt wirklich zu einem Punkt, wo man sich sagen muss, die League of Nations ist nicht mehr das beschissenste Heel-Stable von WWE. Da kann man drüber streiten. Zumindest von den Card-Regionen her ist das wohl richtig. Man hat jetzt ein schlechteres noch etabliert. Ja, also ich habe mich trotzdem wie Bolle drüber gefreut, weil, also ich mag, ja, Adam Rose sehe ich ein bisschen relativierter, Curtis Axel ist mir relativ wurscht, aber Heath Slater und Bo Dallas finde ich einfach klasse. Und dass man diese vier Pfosten da jetzt zusammengepackt hat und ihnen wenigstens mal eine Sekunde in der Sonne gegönnt hat, dass jeder von den vier wirklich so dusselige Mini-Promos mal halten durfte und dass sie auch mal jemanden, der jetzt doch wohl schon locker mittlerweile mindestens als Mitkader zu bezeichnen ist, Dolph Ziggler, der ja auch mal ab und zu mal höher anklopfen durfte, auch im letzten Jahr. The former World Champion. Ja, bei der Survivor Series 14 hier, unvergessen, obwohl die meisten schon vergessen haben, hat er ja diese große Aufholjagd noch gestartet und am Ende für sein Team noch den Sieg davon geholt als Letzter. Das hat man ja auch schon fast vergessen, gegen Rollins sogar, meine ich, glaube ich, noch. Also, immerhin. Und was da jetzt draus wird, oder ob das vielleicht schon nächste Woche alles vergessen sein wird. Also ich gebe Ihnen 2 bis 3 Wochen. Muss man mal sehen, aber ob man mit denen überhaupt irgendwie eine Art von Plan hat. Es könnte so eine Art Mr. Sendo-Geschichte werden, die ein paar Wochen läuft und dann ist es wieder vorbei. Das wird es wohl auch aller Voraussicht nach. Aber das hat mir einfach so ganz gut gefallen, dass man die kurz mal präsentiert hat. Und dann werden sie auch kurz wieder weg sein und dann war es das. Im Rumble werden sie irgendwas machen, denke ich mal. Mal gucken. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall Heath Slater als Anführer eines Stables, so wie es aussieht. Ja. Wir haben einen Sieg von Slater bei Raw und alles andere ist jetzt eh schon scheißegal. Ja, aber das Einzige, was... Ja, das Stable ist für die Tonne so auf den ersten Blick. Ich schätze mal wirklich, in 2, 3 Wochen haben die Offiziellen dann die Lust verloren, denken sich jetzt so, ach, probieren wir den Quatsch einfach mal aus, mal gucken, wie es ankommt. Und es ist wahrscheinlich wirklich so ein Social Experiment. Ja. Um mal so als Anlehnung an den Namen. Oder irgendjemand wollte sich einen Spaß machen oder was auch immer. Das weiß man ja nie. Man musste irgendwie die Zeit vollkriegen. Wahrscheinlich hat Dolph Ziggler mal wieder im Fahrstuhl gefurzt, als Winnie dabei war. Und man wollte ihn jetzt irgendwie bestrafen. Ja. Was ich eben wirklich schade fand, dass die Reaktion so gar nicht da waren. So wirklich überhaupt nicht. Ja. Und das fand ich ein bisschen bedauerlich. Das ist schade, aber Ziggler muss ja wirklich irgendjemand mal ins Bein gepisst haben. Ja, er hat ja eh nie den besten Stand gehabt. Ne? Nein, aber du hast einen Roster von so vielen Leuten und du nimmst dann ausgerechnet Dolph Ziggler dafür, jetzt gegen Slater zu verlieren. Also. Ja, klar. Wobei, wen hätte man sonst nehmen sollen? Ich überlege gerade mal, wer noch in Frage hätte kommen können. Ach, was weiß ich, ist ja auch völlig klar. Irgendwelche wären da schon gewesen. Ric Flair beim Stone Cold Podcast auf dem Network irgendwann. Nächste Woche, okay. Ja, dann die angesprochenen Titelmatches für SmackDown. IC-Title-Match zwischen Owens und Ambrose und Becky Lynch und Charlotte und den Divas-Titel.
Vince McMahon war dann bei Roman Reigns und hat nochmal exakt das wiederholt, was er schon zu Sheamus gesagt hat, bis auf das mit dem irischen Glück. Roman Reigns wirkte nicht gerade sonderlich erfreut. Er hat es auch nicht ganz gekauft. Dann war es mal wieder Zeit für New Day. Und Big E meinte, dass 2016 wird das magischste Jahr für uns. Wir haben euch auch ein Geschenk mitgebracht, nachdem sie ein paar sehr, sehr flache Witze gemacht haben. War sehr schwach dieses Mal, fand ich. Ja. Irgendwas mit Mike Tyson, der von irgendeinem Ding runtergefallen auf seinen Arsch gelandet ist. Ein Hoverboard oder was weiß ich, was es war. Sie wollten dann einen Countdown runtermachen und auf einmal wurde der Countdown von einem anderen Countdown überspielt und Chris Jericho feierte sein Comeback. Er machte dann einen auf The Rock und rasselte praktisch jede seiner Catchphrases runter, sagte, dass komplette Geschäftsbereiche bei WWE einen Boost brauchen, die Ratings, die Merchandise und Zuschauerzahlen und was weiß ich. Machte sich dann über New Day lustig, stimmte irgendeinen ganz, ganz flachen Chant an, den ich ja nicht mehr weiß. Das war auf jeden Fall ziemlich peinlich. Drei Adjektive, langweilig, ja, Upi Pupi, was weiß ich. Irgend so. Und meinte dann, dass er sich selber in den Rumble bookt und das Ding gewinnt. Dann zum zweiten Mal im Main Event von WrestleMania stehen und den Titel gewinnen wird. Und ja, er ist back. Hat ja nicht Klick gemacht irgendwie. Beim Publikum auch so überhaupt nicht. Nee, und das war auch ein Grund vielleicht, warum es nicht so richtig Klick gemacht hat. Als ich den Countdown sah und dann kommt ja immer diese Explosion und dann kommt dann die Musik. Das war alles gut, da kribbelt das immer so ein bisschen. Aber dann, die Promo fand ich nicht gut. Das war so runtergedroschen teilweise. New Day sollten irgendwie wohl die geekhafte Konterrolle nehmen. Hat auch nicht geklappt. Also es wirkte nicht so, als ob Jericho so ganz souverän jetzt New Day mal so als die Geeks vom Herrn hat dastehen lassen, obwohl die alles versucht haben, als solche rüberzukommen. Aber das Comeback von Jericho ist seinem Stellenwert meines Erachtens nicht würdig gewesen. Die Fans haben einen Teil dazu beigetragen, aber auch Jerichos Promo. Das war mir zu Rocky-like. Ja, einfach nur Catchphrase und Catchphrase und Catchphrase. Das war nicht doll. Fand ich auch nicht so gut. Es ist ja auch irgendwie immer das Gleiche. Er kommt dann wieder, hält seine eine Promo, startet irgendeine Fehde, verliert die Fehde und ist dann wieder weg. Ja. Ja, und da fehlt mir so ein bisschen die Innovation, mal was anderes. Klar, er wird jetzt wieder darauf angespielt, er wird es wieder retten, jetzt 16 Jahre später. Aber nee, da war jetzt so oft das Gleiche. Wenn er dann wieder kommt, ist eigentlich ja auch früher immer sein Anspruch gewesen. Wenn er wieder kommt, dann irgendwas Neues zu zeigen, mit irgendwas Neuem aufzufallen und zu begeistern. Das war jetzt wirklich ziemlich Einheitsbrei und hat mich zumindest überhaupt nicht gepackt. Nee. Mich eben leider Gottes auch nicht. Und ich musste so zurückdenken, Jericho hat ja immer wieder mal diese Comebacks oder Mini-Comebacks in den letzten Jahren ja relativ häufig mal, wie du sagtest, um für eine Fehde zurückzukommen, die er meistens verliert. Bray Wyatt zum Beispiel hat er verloren, was ich, Fandango, das ist alles schon ein bisschen länger her. Den man auch nicht mehr sieht, der wäre zum Beispiel auch bei diesem Social Outcast sehr gut aufgehoben gewesen. Aber Royal Rumble 2013, da ist er als erster Entrance oder Entry oder als erster oder zweiter, ich weiß es nicht, auf jeden Fall einer von denen, die mit dem kompletten Einzug reingekommen sind. Und da ist die Halle durchgedreht, als damals hier noch The Rock gegen Punk im Main Event standen. Da ist die Crowd wirklich explodiert. Und das wäre natürlich gut gewesen, nur du kannst sowas nicht wiederholen. Deswegen musste man Jericho eigentlich im Vorfeld schon wieder präsentieren. Aber wie du gesagt hast, es wirkte bei ihm schon so ein Stück weit in diesem Fall so, als ob er sich selbst, ich will nicht sagen verwaltet, aber den Anspruch, den er an sich hat, was Neues rauszuhauen, immer wenn er wiederkommt, dem ist er nicht gerecht geworden. Klamotten und Frisur waren jetzt auch nicht so der Burner. Nee. Übrigens, es gibt wirklich eine komplette Bedeutung, also eine Wort-für-Wort-Übersetzung für Social Outcast. Das heißt wirklich gesellschaftlicher Außenseiter, ganz einfach. Ja. Passt. Das passt sogar dann. Jo. Warum machen wir uns eigentlich so viele Gedanken? Ist doch manchmal so einfach. Ja, aber gut. Inhaltlich versteht man es ja dann trotzdem immer, ne? Was gemeint ist nur. Genau. Ja,
Danach durfte Big E dann nochmal, Big E sag ich schon, New Day, in einem Six-Man-Tag-Team-Match ran. Smackdown-Rematch gegen die Dudleys und Kalisto und typische WWE 50-50-Booking. Dieses Mal durfte New Day dann gewinnen. Ja. Mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Das Match war in Ordnung, wenn es irgendeinen noch groß interessiert hat, aber es war lang. Es war, ja, eben lang und nichts Neues, ne? Ja, und dann war nach dem Rückblick Zeit für den Main Event. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, Vince McMahon kam als Erster raus mit seinem ärmellosen Referee-Shirt. Herrlich. Stramm in die Hose gesteckt. Arme zwar ein bisschen schwabbelig, aber extrem muskulös. Auch der Brustbereich kam dann auch gut definiert durch und dann oben so ein Schrumpelkopf drauf. Es sah für mich wirklich aus, als wäre das eine Fotomontage. Eine wandelnde. Ja, eine 3D. Fotomontage. Als ob da jetzt so ein, weiß ich nicht, 50, 60-jähriger Bodybuilder herläuft und man hätte ihm einfach dann das Gesicht von Vince McMahon davor gehauen. Ja, nur wir wissen ja, wie Vince eben so drauf ist. Ne? Der isst gut, der trainiert auch noch und dann sieht man eben im Alter so aus. Und das Gesicht kriegst du ja eben nicht so gut trainiert mit den Handeln oder so. Das schrumpelt dann so vor sich hin. Ja. Auf jeden Fall kamen die beiden dann rein, Titelmatch. Und bei Sheamus gab es dann natürlich diese typischen Fast-Counts. Bei Roman Reigns erstem Pin-Versuch gab es dann einen ganz normalen Two-Count und dann auf einmal hatte Vince McMahon leider Probleme mit dem Auge. Ich weiß nicht, ob ein Staubkorn reingekommen ist oder eine Kontaktlinse verloren hat. Ich habe so gelacht. Er hat auf jeden Fall um Augentropfen gebeten, die ihm keiner geben konnte. Zum Glück gab es die Wunderheilung und er konnte dann relativ schnell dann Sheamus Two-Count wieder reinzählen. Ja, beim zweiten Mal hat er dann immer noch langsam gezählt. Am dritten Mal hat er sich dann gesagt, ach fick dich Roman Reigns, ich zähle hier gar nicht mehr. Die Kommentatoren waren natürlich wieder lächerlich. Wie die beiden Faces dann natürlich, oh, das ist ja wohl nicht wahr, das kann ja wohl nicht sein. Und JBL immer meinte, ja, der arme Kerl, der hat halt nicht mal richtig gesehen, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und außerdem, was fällt euch eigentlich ein, euren Boss hier zu kritisieren? Und ja, irgendwann hatte Reigns dann die Schnauze voll. Also deutete eigentlich ein Superman-Punch oder war es ein Spear gegen Sheamus an. Auf jeden Fall verpasste er Vinnie dann einen Superman-Punch. Der war tot. Aber nicht so tot wie letzte Woche. Es gab dann den ersten Pin gegen Sheamus, als der Referee K.O. war. Das ging dann nicht. Irgendwann kam dann der gekaufte Referee Scott Armstrong hinzu. Zählte das Ganze dann auch nicht richtig durch. Es passierte noch dies und das. Es gab einen hammerharten Bro-Kick, als Reigns, ich glaube, ein Spear gegen Vinny zeigen wollte. Genau. Wo eigentlich ja Sheamus, also das war ja schon lächerlich, als Sheamus dann nicht nach dieser komischen, ich zieh dich hoch und lass dich ein bisschen auf den Boden klatschen, Powerbomb da, nicht bei drei ausgekickt ist, sondern Vince McMahon wirklich das Cover, beziehungsweise den Pin unterbrechen musste. Die Augen tropfen, ja. Ja, und Scott Armstrong bekam dann auch noch einen Superman-Punch. Ich glaube, der Teufel, Jesus und Moses bekamen auch noch Superman-Punches. Und irgendwann kam dann ein weiterer Referee dazu, der hatte wohl nicht mitbekommen, dass man hier eigentlich den Titel, den Champion screwen möchte und zählte den Pin dann ganz normal durch. Und dann kam mein persönliches Highlight des Abends. Er wollte sich bei Vince McMahon dafür entschuldigen, dass er seine Arbeit gemacht hat. Und Vince McMahon Boff. Holte irgendwie aus, traf ihn gefühlt 3 Meter Entfernung so überhaupt nicht, so als ob der Schlag mindestens 2 Köpfe am Gesicht vorbeigegangen ist und der Typ flog durch die Lüfte. Also so gut hatte Hulk Hogan damals noch nicht zugeschlagen und so schlecht schlägt noch niemals John Cena zu. Und John Cena trifft mit seinen Schlägen schon nicht. So sieht's aus. Und dann hatte Vince McMahon halt verkündet noch, da ja eh Roman Reigns gegen die Welt antritt, darf er das beim Rumble dann auch machen, wenn er seinen Titel gegen 29 andere im Royal Rumble Match verteidigen muss. So viel Chaos, so viel Scheiß. Konfuses Booking, das ist nicht meine Welt. Ja, ich fand's putzig teilweise. Also erstmal, was hier alles unglaublich daneben gelaufen ist. Zunächst herrlich. Offensichtlich kann man, wenn man will, heutzutage alle Nase lang den Referee irgendwelche Signatures verpassen und man kriegt keine DQ deswegen. Ich dachte, was ist denn hier kaputt? Wie denn auch, wenn der Referee K.O. Ja, genau. Dann, das war schon mal das Erste, wo ich dachte, nicht schlecht, ich deute ein Spear an und verpasse dem Schiedsrichter, dem Ringrichter erstmal einen Superman-Punch. Großartig. Wo ich
nicht mehr runtergekommen bin vor Lachen, war, als Sheamus den zweiten Bro-Kick gegen Reigns angesetzt hat und der auch durchgegangen ist und das Cover ansetzen wollte. Man hat richtig gesehen, wie Vince McMahon da noch stand, sich das alles angeguckt hatte. Sich dann wegdrehte und Sheamus oh. setzt das Cover an. Vince plumpst offensichtlich zu Boden, keiner weiß wieso. Und dann kommt der Armstrong dazu Ja, aber Jay, hast du gehört, was JBL gesagt hat dazu? Oh, Nee. Vince McMahon weiß ja immer noch gar nicht, wo er ist. Oh, war das schlecht. Da hat Vince vollkommen seinen Einsatz verpasst. Er hätte eigentlich schon längst benommen am Boden liegen müssen. Das war also überragend schlecht. Da haben alle irgendwie offensichtlich nicht so genau gewusst, was los ist. Oder nur Vince hat da gepennt oder war mit dem ganzen Overbooking überfordert. Die Crowd hat es offensichtlich gefressen. Oder es wurde nachbearbeitet. Irgendwas hat man da ja munkeln hören, dass die Crowd in der Halle wohl ja, das hat man ja auch teilweise gemerkt, richtig tot war. Im Main Event waren sie entweder richtig drin oder ich weiß nicht, es ist ja live. Also richtig viel machen, man kann da was machen, aber weiß ich nicht. Deswegen lasse ich es mal so ein bisschen offen. Es kam auf jeden Fall von den Reaktionen extrem gut rüber, was da gelaufen ist. Wenn man hier eine seriöse Wrestling-Veranstaltung oder einen richtigen Main-Event mit gutem Booking erwartet, dann ist man hier falsch. Das war wirklich Vince McMahon Overbooking durch und durch mit allem, was wir aus diesen gerade Attitude-Ära-Tagen kennen. Ich habe schon gesagt, Vince war so wie immer, nur dass er echt mittlerweile Probleme hat, sich hinzuknien und das Cover anzusetzen. Ich hatte jedes Mal Angst, wirklich, dass er sich da irgendwas tut, dass er sich einen Knochen bricht oder was auch immer. Ansonsten ohne unter drei Referees macht man es in solchen Segmenten offensichtlich gar nicht mehr. Aber sehr geil war es, als Vince McMahon da stand, Roman Reigns wollte ihm einen verpassen, da kam Stephanie McMahon rein und Reigns schubste Vince dann in Stephanie und sie plumpste in den Ring. Ja, es sah Das aus sah wie so ein auch wirklich Spear. Ein aus, ja. Spear, den Vince dann unfreiwillig gegen Steph und Steph purzelt über ihn rüber in den Ring. Ja, da wurden alle Register gezogen des guten oder schlechten Wrestling-Geschmacks. Es war zumindest unterhaltsam und jeder Wrestling-Fan, der das ernst nimmt, der wird hier gesagt haben: What the fuck? Overbooking pur. Natürlich war es ja auch. Ja, also mein Geschmack trifft es nicht, aber ich war auch nie der allergrößte Fan von der Attitude-Ära, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich bei einigen unbeliebt mache, die es vielleicht aber auch nur aus späteren Videos kennen. Das ist halt alles damals eine Zeit gewesen, wo man was ausprobieren musste und irgendwie hat man das Gefühl, WWE denkt sich, boah, das hat damals so gut funktioniert, als wir das ausgegraben haben aus dem Nichts. Was können wir jetzt machen, um irgendwie wieder ein bisschen Erfolg zu haben, lass es uns einfach nochmal auf die genau und gleiche Art versuchen. Das wird nicht funktionieren. Die Sache ist jetzt, es ist schwierig. Beim Rumble hat man natürlich jetzt durch diese Titel-Stipulation einige Möglichkeiten, aber Reigns kann den Titel verteidigen, er kann ihn an Triple H verlieren, er kann ihn verlieren, weil Triple H ihn eliminiert und dann gewinnt beispielsweise Brock Lesnar. Aber ich weiß nicht, der Rumble sollte für mich wirklich das große Highlight sein, wo jemand sich das Titelmatch für WrestleMania verdient. Man sollte da wirklich viele Leute haben, die potenziell gewinnen können. Das hat man jetzt clever gelöst auf der einen Seite, weil jetzt ist es wirklich ein bisschen offener als vorher, wer den Rumble gewinnen könnte, weil vorher hatte man ja wirklich fast gar keine Möglichkeiten. Haben wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Genau. Aber für den Pay-Per-View Royal Rumble ist das ein absolutes Armutszeugnis. Du hast jetzt zwei Titelmatches mit dem IC und dem Divas-Title-Match, was jetzt schon bei SmackDown verbraten wird, wo du dann höchstens nochmal aufgewärmte Rematches hast. Und du hast dieses Royal Rumble-Titelmatch, wo Roman Reigns dann wahrscheinlich als Nummer 1 auch noch reinkommt. Und ansonsten hast du für den Royal Rumble nichts. Du hast gar nichts. Und vor allen Dingen noch zwei Raw-Ausgaben. Ne? Ja. Also, wenn jetzt der Rumble Sonntag stattfinden würde oder nächste Woche, dann hätte man ja zumindest eine gewisse Zeit, die man nur zu überbrücken hätte. Aber jetzt hast du quasi zwei Titelmatches, die am Donnerstag über die Bühne gehen werden, aufgezeichnet sozusagen. Und dann musst du nochmal 2 Wochen überbrücken. Ja, 2 Wochen hast du dann noch Zeit, um irgendwelche anderen Matches aufzubauen.
Ja, klar, so könnte man positiv rangehen. Ich befürchte einfach, dass man die Zeit irgendwie überbrücken wird. Man wird in der Main-Storyline sich mit Vince und Reigns nach wie vor behelfen und Mid- und Undercard werden vor sich hin dümpeln. Ich glaube nicht, dass man groß was aufbaut. Ich habe heute Morgen einen interessanten Podcast gehört vom Wrestling Observer, von Brian Alvarez, und da gab es die Info für Roman Reigns, John Cena, Brock Lesnar, Undertaker und Triple H sollen die Pläne für WrestleMania sozusagen feststehen. Da weiß man vorbehaltlich irgendwelcher Verletzungen, die immer noch wieder alles ändern können, aber da weiß man, was man mit denen vorhat. Und jetzt soll das Konzept sein, sich von WrestleMania rückwärts Richtung Gegenwart zu bucken. Also nicht, dass man von jetzt irgendwas aufbaut für Mania, sondern man nimmt Mania und buckt sich jetzt zurück. Oh, das ist Und lustig. wie das wird, ich bin hochgespannt. Mike Sempervivi sagte, was für ein System, das kann doch nur gut werden. Ich bin gespannt, wie man es umsetzen will, aber für die steht wohl schon was fest. Und ich find die, pardon, Nee, Julia, mach. ich finde die Idee zum Beispiel jetzt, den Titel beim Rumble aufs Spiel zu setzen, finde ich ganz gut. Nicht nur, weil ich den 92er Rumble richtig gut fand, wo das schon mal der Fall war, damals mit Ric Flairs Debüt in der WWF damals, das fand ich ganz gut, sondern weil es eben ein bisschen Spannung reinbringt. Ich befürchte nur, dass man da eine ganze Menge kaputt buckt. Also ich sehe nur zwei Varianten, leider Gottes, und ich finde beide scheiße. Entweder Reigns besiegt sie alle oder Reigns wird am Ende gescrewt. Und Und wir haben im Laufe des Matches dann wahrscheinlich 10.000 Fast-Eliminierungen von Roman Reigns, der sich dann ja. irgendwo noch im Match halten kann. Und das wird scheiße, weil dann ist Reigns, klar, du musst mit Reigns bis Mania irgendwie gehen, das weiß ich ja auch, da wird man auch wohl nicht drum rumkommen. Aber es ist dann wirklich vorhersehbar und ich habe keinen Bock, dass Reigns dann am Ende von Vince McMahon oder Hunter oder wem auch immer gescrewt wird. Wenn es was Überraschendes ist, keine Ahnung, Brock Lesnar screwt ihn und schließlich der Authority an oder Daniel Bryan kehrt zurück als Heel oder John Cena turnt Heel oder irgend sowas, womit du nicht unbedingt rechnest. Ist ja gut. Aber ich befürchte, es wird so ein 0815-Ding werden, wo man Reigns Cena-mäßig Richtung Mania bookt. Und das wird blöd. Wenn du da. Es Ja, Julian, ich ist bin ja nicht durch. verkehrt grundsätzlich, dass man ihn jetzt konsequent und stark bookt. So muss man ja auch einen Ja. Champion booken, aber das Problem ist halt wirklich jetzt, er ist jetzt schon in dieser frühen Phase eigentlich seiner Karriere gegen alles. Und ich befürchte einfach, noch bevor wir das Jahr halb um haben, ist er dann schon dreifacher World Champion, weil man wieder diesen Titel dann benutzt, um ihn aufzubauen oder um überhaupt Stories zu erzählen. Und das finde ich einfach falsch. Ein Titel sollte was Besonderes sein und nicht wirklich nur dazu dienen, dass da irgendwie jemand aufgebaut wird. Weil, guck dir doch mal Alberto Del Rio, vierfacher oder fünffacher World Champion an. Roman Reigns hat jetzt schon wieder zweimal den Titel. Das ist doch alles. Ja. Jack Swagger hatte einen World Title. Dolph Ziggler hatte zweimal einen World Title. Das ist doch alles. Ja. Also, und das wäre ja in der Tat gar nicht so ein unwahrscheinliches Szenario, wenn du Reigns screwen willst, muss er den Titel verlieren. Na, geht ja nicht anders. Und dann muss er Und ihn wieder gewinnen. dann muss er ihn wieder Irgendwann. gewinnen, spätestens bei Mania. Ja, Und da oder sein. dann vielleicht im Laufe des Jahres, wenn er gegen bei Mania dann tatsächlich erstmal gegen Triple H, falls ein anderer den Titel gewinnt, geht ja auch noch die Möglichkeit. Aber das Problematische jetzt an dieser Stipulation ist ja, jeder bookt sich ja selber in den Rumble. Das heißt, jeder kann sich selber in ein World Title Match booken. Jeder Geek. Also, jetzt ganz offiziell, ich sage einfach mal, dass ich am 2016er Royal Rumble teilnehme. Ich werde das WWE nachher auch noch via Twitter mitteilen. Ich sage noch nicht, welche Nummer ich bin, aber ich persönlich, euer Zack Attack, kündigt hiermit an, am Royal Rumble teilzunehmen, den WWE World Heavyweight Championship zu gewinnen und nach WrestleMania zu fahren. Weil das ist ja anscheinend so einfach. Hammer. Hammer. Ich werde dein Paul Heyman sein und neben dem Ring alle Geeks ablenken. Dankeschön, dann kann ich Gerne, vielleicht gerne. 10 Sekunden überleben. Ja, aber ne, vom System her. Ja, so wird's dargestellt, ja. In der Tat. Idiot. Eigentlich, also Leute, alle auf zum Flughafen. Ich weiß nicht, wo Raw nächste Woche stattfindet, aber ab ins Publikum, Mikros mitnehmen oder zumindest laut schreien können und dann alle sagen, ich nehme teil, bevor die 30 voll ist. Ja, first come, first serve. Genau.
Ach Nee, ja. das finde ich ein bisschen blöd gelöst. Gerade jetzt, wo es um den Titel geht, musste man eigentlich. Ach, das, ja, das wusste man wahrscheinlich noch nicht, bevor man gesagt hat, jedem, ach, sag einfach mal, du bist im Rumble. Ja, Das ist unfassbar, wenn Curtis Axel, die ganzen anderen Geeks, die kriegen einen World Title Shot. Das muss man sich mal. Wo sind wir hier? Selbst ich. Ja, es bleibt es nicht sogar vielleicht ein bisschen offen, ob die sich selbst reinbucken oder ob sie vielleicht nur kundtun, dass sie jetzt im Rumble sind und vorher reingebuckt worden sind. Das wissen wir ja nicht genau. Aber selbst wenn, aus welcher logischen Erklärung nimmt man so einen Typen dann in ein World Title Match? Das ist richtig. Hat sein ganzes Leben wahrscheinlich noch kein Match bei WWE gewonnen, außer in den ersten ein, zwei Wochen, nachdem er aufgestiegen ist. IC-Champion war Ja, ich weiß, aber ne? er. Dieser kurzfristige Push. So wie Tyler Breeze, der mittlerweile bei Superstars antritt. Gegen Jack Swagger. Und auch noch nicht im Rumble ist, glaube ich. Kann ihm ja nur gut tun. Ja, als Karrierestabilisierungsmaßnahme tritt er nicht im Rumble an. Ja, Andi, Wechselbad der Gefühle heute. So dein Ja, Fazit? jein. Also weder Fisch noch Fleisch, nicht heiß, nicht kalt, also, lauwarm. Also es gab also einige gute Momente, natürlich. Es gab vieles, worüber man streiten kann, und es gab auch vieles, was langweilig war. In dem Sinne war es jetzt zu Beginn des Jahres keine wirklich gute Raw-Show, aber wir hatten im letzten Jahr auch ganz, ganz viele, die deutlich schlechter waren. Mich erfreut, dass das Wrestling stellenweise wirklich gut war bei Raw. Das ist relativ häufig so, aber auch das ist nicht immer der Fall. Insofern ist das positiv. Wir haben eine Main-Storyline, die man gut finden oder nicht gut finden kann, die aber zumindest da ist. Kevin Owens gegen Ambrose gefällt mir richtig gut. Und die Diven oder Charlotte und Becky Lynch ist auch alles andere als total schlecht. Insofern würde ich sagen, war schon noch eine ordentliche Raw-Ausgabe. Ja, ich würde sie zumindest als einen Ticken besser als letzte Woche empfinden. Ja, das heißt jetzt nicht viel, ich weiß, ich weiß. Es gab ein paar Sachen, die mir wirklich ganz gut gefallen haben, wie das Neville-Owens-Match mit der Attacke von Ambrose danach. Auch Becky Lynch gegen Charlotte, das Match mit der Aktion danach, das machte alles Sinn, hatte Hand und Fuß. Wrestlerisch war auch das Tag Team-Match mit der League of Nations und den Usos und auch das Six-Man Tag Team-Match hinterher nicht schlecht. Main Event, mir persönlich alles zu overbooked. Ich stehe nicht sonderlich drauf. Ich möchte Wrestling mit Hand und Fuß haben, mit Geschichten, die Sinn ergeben, wo nicht ständig irgendwelche Screwjobs sind. Dafür hatte ich in den letzten Jahren dann auch zu viel TNA. Ja, es ist nicht meine Welt. Ich war ja auch Mitte der 90er. Ich kann mich noch an vage Sachen erinnern, aber das war noch nicht unbedingt meine Wrestling-Zeit und dazu bin ich auch zu sehr mittlerweile in Richtung Japan und Indies abgerückt, wenn ich die Zeit finde. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute das Ganze gut finden, weil es passiert halt immer was. Es ist halt irgendwas da und man denkt immer, oh nein, was kommt jetzt als nächstes? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist halt auch irgendwie Trash mit Splatter und allem durcheinander. Nur halt auf eine andere Art und Weise. Und Vince McMahon ist halt immer dann für die Portion unfreiwilliger Komik da. Also kann man das Ganze schon so, ja, akzeptieren, will ich noch nicht mal sagen. Man kann es ertragen. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, in der Tat. Wir Gut. sind weiter bei dem Punkt, glaube ich, angelangt, wo man sagen kann, es müsste wirklich noch besser werden. Na Aber klar. es kann auch eigentlich nur besser werden, weil viel schlechter geht es dann nicht mehr. Ja, Eine aber große wir. Änderung in der Linie habe ich jetzt auch noch nicht erkannt, aber wir sind ja schon mit kleinen Happen im Moment zufrieden, von daher. Ja, es ist, man muss es schon sagen, es ist doch ein Tick besser als über weite Strecken, was wir im letzten Jahr hatten. Da warst du ja auch lange nicht dabei, da hast du viel Gerümpel verpasst, und in dem Lichte ist es tatsächlich schon einen kleinen Tick besser. Ohne wirklich gut zu sein, natürlich. Ja. 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 Aber wir Ja, sind dann sind durch. wir relativ durch. Dann möchte ich jetzt die Gelegenheit ergreifen, die gute Crestfallen zu grüßen und ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Die hat nämlich heute Geburtstag. Das habe ich jetzt im Wort hier gerade gesehen und auch der Jens hatte es am Sonntag erwähnt.
Da schließt du dich bestimmt an. Ja, ich wollte erst mal warten, bis du fertig bist, weil genau Crestfallen wollte ich natürlich auch grüßen, unser Geburtstagskind heute. Und hoffentlich geht's dir gut. Alles Liebe und alles Gute zum Geburtstag auch von mir. Der Jens wird da bestimmt auch Mittel und Wege finden, dir das zu übermitteln. Insofern macht es, glaube ich, oder ist es noch vertretbar, dass wir ihn jetzt nicht irgendwie noch zugeschaltet haben. Oder ist er vielleicht gerade bei Skype on? Nein, ist er nicht. Nee, ist er nicht, sonst hätten wir ihn noch kurz vielleicht dazu holen können. Dann eben auch im Namen von Jens, aber das wird er mit Sicherheit schon gut getan haben. Das denke ich auch. Dann hatten wir bei der letzten Raw Review einige sehr, sehr liebe Startseitenkommentare. Deswegen grüße ich an dieser Stelle mal XPX Sascha, BOD Fan, Aaron Ollinger, Marinho 27. Ja, gut, Quacki grüßen wir relativ häufig. Der sei dann aber auch gegrüßt, weil er zufällig da gerade steht. Und ich wollte noch kurz mal schauen. Das mache ich. Nee, da müsste ich über YouTube kurz gucken, das mache ich trotzdem, weil bei unserem Jahresrückblick habe ich einen leicht ironischen Kommentar bekommen von einem User, dessen Namen ich gleich noch nachreichen möchte. Dann such du mal eben und ich benutze in dieser Zeit die Möglichkeit, hier nochmal für unseren Jahresend-Award den Victor zu werben. Die Abstimmung läuft ja seit gestern Morgen. Es sind auch schon zahlreiche Stimmen eingegangen. Noch ist aber Zeit. Es haben auch noch nicht so viele abgestimmt wie im vergangenen Jahr. Also haltet euch ran, sputet euch. Wir wollen die Zahl aus dem vergangenen Jahr natürlich knacken. Wir sind sehr auf eure Meinung gespannt. Haben ja, falls ihr den Jahresrückblicks-Podcast noch nicht gehört habt, dort unsere Einschätzung zu zumindest der ganzen WWE-Geschichte schon mal mehr oder weniger kundgetan, ohne euch zu sehr beeinflussen zu wollen. Und ja, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, stimmt ab. Genau. Ansonsten, ich habe ihn gefunden. An die bestimmte Namen, genau. Mr. Luke 7131, weil ich ja doch sehr oft gesagt habe, dass bei Bailey bei den Abstimmungen manchmal kein Weg vorbeiführen könnte, vielleicht, hieß es, ja Mensch, da habe ich ja einen schnellen Sinneswandel hingelegt, dass ich bei den NXT-Reviews sage, dass ich Bailey nicht mag und jetzt sage ich überall, sie wird gewinnen. Nein, es hat sich nichts geändert. Ich kann mit Bailey immer noch nicht viel anfangen. Ich gehöre zu den ganz wenigen, die da ein bisschen differenziert rangehen, ist aber ja alles Geschmackssache. Gleichwohl glaube ich, dass man tatsächlich an ihr nach diesem Jahr oder an ihr nach diesem Jahr genau doch nicht wird vorbeikommen können. Ich habe übrigens eine andere gewählt. Aber das, wie gesagt, mein Geschmack hat sich also nicht geändert. Grüße an 3T Gaming und Angus Young 1973X, Silent und Arien FCB Robin. Damit bin ich für heute durch. Ja. Ich gehe ja nicht ganz so inflationär mit den ganzen Grüßen um. Deswegen picke ich mir jetzt hier einfach mal unseren Stable Guy raus, der wirklich hervorragende Arbeit leistet, nachdem er jetzt noch relativ frisch im Team ist und anscheinend auch meine Ring of Honor News neuerdings abarbeitet. Daumen hoch. Und ansonsten grüße ich jetzt einfach nochmal den El Brando. Den sehe ich hier gerade. Sind die gegrüßt? Die sind gegrüßt und ich weiß nicht, ob ich diesen Spruch schon mal gebracht habe. Ich denke schon von El Bundy, aber er passt halt auch immer irgendwie so gut, wenn er zu Peck sagt, nein, ich bin nicht verzweifelt, Peck, Verzweiflung setzt Hoffnung voraus. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall bei den merkwürdigen Outtakes, wo wir das als Sprachtest genommen haben, da war er auf jeden Fall schon vertreten. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend wünschen wir euch noch und wir hören uns dann die Tage wieder. Genau. Tschüss.